Okay, puh, das hätte uns vorher aber niemand gesagt. Ich dachte echt, ich komme nicht mal lebend raus. Was war das denn für ein riesiges Monster, das den Frachter rammte? Das riesige Monster, die kleinen schwarzen Dinger, ich habe keine Ahnung. Übrigens, dieses Kind, das du gerettet hast, ist da in dem Zimmer und gammelt ein bisschen rum. Asmodeus-Kabine. Oh, wie süß. Könnte er derjenige sein, der sich von uns auf die Hindenburg geschlichen hat? Schon möglich. Jedenfalls bin ich froh, dass keiner von euch ernsthaft verletzt ist. Hehe, ich auch. Aber die Asmodeus hat ganz schön was abgekriegt. Lass uns mal kurz alles durchchecken. Fangen wir hier an. Das ist die Brücke. Wähle hier Speichern aus, um den Fortschritt zu unseren Mit nächsten Ziel kannst du auswählen, wohin du als nächstes reisen möchtest. Komm, lass uns in die Kabine gehen. Das Kind schläft, also sei leise, okay? So gemütlich. Das ist also die Kabine. Mit Audio und Kino kannst du hier Musik hören oder dir Filme ansehen. Außerdem kannst du hier im Album und der Bibliothek Sachen ansehen oder lesen. Du meinst, dort wird es Sachen geben. Im Moment haben wir ja noch nichts. Tja, das war's auch schon. Ich glaube, unser Schiff ist in einem ganz guten Zustand. Wir sollten los. Wir müssen nach Quebec unsere Klienten Bericht erstatten. Was war das denn jetzt? Wähle auf der Brücke nächstes Ziel aus und dann ab nach Afredale oder so. Nächstes Ziel. Komm, nächstes Ziel. Wähle auf den Bildschirm nächstes Ziel an und da fliegt das wunderbar ausgefüllte Insel. Wähle das Ziel aus, das Mitarbeiter können gezeichnet ist, um in die Story vorzuschreiten. Okay, damit geht es in der Story weiter. Es gibt später mehrere Welten, also gehen. Erstes Kapitel, der Vertrag. Lass uns direkt zu Quebec gehen. Okay, Red, nicht wieder rumbummeln. Wo war er nochmal? In der Hauptstraße, oder? Ja, genau. Geh einfach geradeaus. Wird weiter zum nördlichen Teil des Hafens. Lass mich gehen, verdammt. Die Karte wird dir auf dem Touchscreen angezeigt. Auf der Karte kannst du leicht erkennen, wie die Räume und Räume mit der... Darf ich jetzt mich bewegen? Danke. So, das ist das Spiel. Und was hast du zu sagen? Direkter Team? Es soll ein riesiges Stadt und ähnliches Monster aufgetaucht sein. Hast du das schon gesehen? Kann ich noch nicht dahin? Hier geht zum Ostviertel. Die Hauptstraße ist genau in der Mitte, also da Das Mädchen lässt mich echt nicht in Ruhe. So. Hey, Quebec, da sind wir wieder. Arret, schön, dich zu sehen. Warst du erfolgreich? Klar doch. Und dann ging alles darunter und rüber. Ich bin gerade noch mal davon gekommen. Ach, tatsächlich. Das hört sich ja ziemlich feldsträubend an. Nicht wahr? Also solltest du nicht so geizig sein, auch wenn die Akte abgefackelt ist. Ich weiß, es ist ein harter Job, aber ohne Akte keine Bezahlung, klar? Und jetzt raus. Okay, was jetzt? Ach, ich hab's geahnt. Du hast das Geld nicht bekommen, oder? Aber wir haben kaum noch Treibstoff. Ich habe eine Idee, wir könnten versuchen, das Amulett zu verkaufen. Ich habe gesagt, aber es sei nur Spielzeug von und völlig wertloser Plunder, oder? Wir müssen einen Job finden, egal welchen, und Geld verdienen. Oh, okay. Also los, gehen wir zur Questbörse und fragen die Questmaklerin Flo, ob sie einen Job hat. Sie ist direkt da drüben beim Schild. Nun komm in die Gänge und geh rein.
Was hast du zu sagen? Ich meditiere gerade, auch wenn du mich störst. Verhexe ich dich nicht? Verhexe ich dich mit dem Drei-Tage-Fluch? Oh, dein Nebel lichtet sich. Ja. Ja! Orgasmus. Guck rein. Oh, ja. Die lasst mich echt nicht in Ruhe. Die reden alle Französisch. Was kann ich für heute euch tun? Ich brauche ein fettes Abenteuer mit noch fetterer Bezahlung. Ich verstehe. Nun ja, wir haben zwar einige Jobs, aber nicht großes. Egal, wir machen es trotzdem. Jede Quest hat einen festgelegten Jägerrang, der nötig ist, um sie auszuführen, und eine Anzahl von Questpunkten, die du bei Abschluss dieser Quest erhältst. Für jeden 10 Questpunkte, die du erhältst, erhöht sich dein Jägerrang um 1. Quests mit einem Sternsymbol müssen abgeschlossen werden, um in der Story fortzuschreiten. Ja, ich suche jemanden, der meinen Spezialroboter im Kampf testet. Jeder, der kämpfen kann, ist willkommen. Ich warte beim Bauteilshop. Job. Das sieht eher nach einer Herausforderung als nach einem Jobauftrag an. Susette ist im Bauteilshop. Der Laden ist hier ganz in der Nähe. Los, lass uns vorbeischauen. Ich bin nicht dämlich. Ich kann es auch überspringen, aber ich zeige euch das mal kurz, wie das hier. Also dann, viel Glück. Also man kann hier Queste machen. Sehr viele, genau gesagt. Und so rein mit uns. Hier kann man später bestimmte Dinge machen. Aber erstmal diese komischen Menschen beobachten oder Tieren. Du da, der Jäger mit dem abenteuerlustigen Gesicht. Wie wär's mit einem bemalten Teller und deine Erlebnisse zum neuen Leben zu erwecken? Wenn du bemalte Teller kaufst, kannst du dir jederzeit Ereignisse aus der Vergangenheit ansehen. Du kannst immer mehr Teller kaufen, je weiter du das neue Fortschritt ist. Du kannst dir die bemalten Teller in Asmodeus Kabine ansehen. Asmodeus? Möchtest du einen Andenken? Wie viel Geld habe ich? Nein, jetzt noch. Ich kaufe die mir jetzt noch nicht. Erst später. Was gibst du mir? Möchtest du ein Andenken an dein Abenteuer haben? Ja, warum nicht? Der sieht toll an. Und hier sollte irgendein Typ sein. Ach, da ist er ja. Iggy! Hey, spürst du die Welle? Cool! Wir sind ja oben! Hey! Ich bin der König der Welt! Okay. Raus mit uns hier. Später muss man hier bestimmte Dinge machen. Aber dazu kommen wir noch. Dazu kommen wir noch. Keine Sorge, keine Sorge. Und raus. Und na, die schläft hier. Oh, ein Riesengewinn. Oh, bleib stehen, du Dieb. Bulldogge, stämmiger Mann. Diese Verkäuferin wird sie jemals aufwachen? Ja, wenn ich den Tritt verpasse, schon. Da sind jetzt sehr viele Dinge zu untersuchen. Als wir erstmal das gespielt haben, dachte ich noch, wie kann ich diese Dinge untersuchen? Diese Kristallpunkte, die haben einen bestimmten Sinn. Dazu noch viel mehr. Okay. Ich lasse meinen armen Roboter mal da hinten. Lebhafter Team. Möchtest du etwas? Ach, das riesige Monster, es hat mich schon irgendwie überrascht, aber nicht sehr. Du? Ich möchte ihn unbedingt sagen, was ich empfinde. Ich muss das einfach tun, bevor dieses riesige Monster unsere Stadt angreift. Ach so, die liebt den Kerl da. Diesen lebhaften Team. Okay. Damenhafte Frau. Pass gut auf dich auf. Okay. Dun, 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 dun. Was bist du für eine? Achso, der. Ich habe immer ein Auge auf dich. Ach. Weiter geht's. Hier kann man später hin. Gibt's hier schon Truhen oder so? Oder irgendwas zum Untersuchen? Vögel, Vögel, Vögel. Kann ich da rauf?
Nein, ich kann nicht drauf. Okay, das war's dann auch. Man hat wieder die Wolken gesehen, die sahen wieder ein bisschen minder bemittelt aus. Okay, damit haben wir das alles hier gezeigt. Autos sind da oben. Das ist ein komischer Freak, den wir mal ansprechen. Da gibt es eine Mission. Barry. Ich werde niemanden brauchen, der mir hilft. Ach so, das muss ich als Quest machen. Und so. Dade. Psst, Kumpel, suchst du Bordelle? Der Shop hat nicht, was du brauchst. Aber bei mir kriegst du Kumpel, bei mir schon. Kaufen. Ja. Kann ich später gebrauchen. Verlassen. Und rein in den Laden. Was gibt's in der guten Stube hier? Arbeite. Ich habe so viel zu tun. So viel. Wo kommt noch die ganze Arbeit her? Susette? Ich weiß, hier sieht's wild aus. Tut mir leid, ich bin immer noch beim Aufbauen. Ich bin kein Kunde. Ehrlich gesagt bin ich hier, um gegen dich zu kämpfen. Aha, echt? Du siehst ziemlich schwach aus. Bist du dir wirklich sicher? Tage, na klar. Lass uns hinter das Lager gehen. Ich darf hier einen Roboter vermöbeln. Oh. Ein Scherenhände. Hier ist mein Ein und Alles, mein Meisterwerk, das der Susette Spezial 7. 1. Sehen die gut an, diese Schönheit. Wird deinen Roboter gleich in Schrott verwandeln? Du hast richtig gehört, in Schrott verwandeln? Spuck nicht so große Töne. Komm, Comrade, kämpfen wir. Das ist so ein schwacher Roboter. Und stirb einmal. Ich hab's noch perfekt hinbekommen. Unmöglich, wie konnte man Susette speziell verlieren, ohne mir einen Schaden zu verpassen? Dein Roboter ist wirklich was Besonderes. Darf ich ihn mal ansehen? Hey, Pfoten weg, fass meinem Dahak nicht an. Dahak heißt also, wie? Ich werd verrückt. Dieser Roboter ist völlig unfrisiert. Er hat keinerlei Anpassungen. Hä? Anpassungen? Du schöpfst dein Potenzial gar nicht aus. Komm, ich erkläre dir nochmal. Hey, Moment mal. So, jetzt werden mal ein bisschen erklärt mit den Anpassungen. Fangen wir mit deiner ersten Lektion über Anpassungen. Erst einmal schenke ich dir das. Hydraulik 1. Was ist das? Das ist ein Bauteil. Dieses kannst du benutzen, um deinen Roboter anzupassen. Unter Anpassen kannst du Bauteile einsetzen, um den Dark aufzubauen. Das Anpassen-Menü kannst du über das Hauptmenü aufrufen. Bauteile werden im schwarzen Pfeilsockel eingesetzt. Bauteile gibt es in verschiedenen Formen. Mit der L-Taste und der R-Taste kannst du sie drehen. Freie Sockel können mit der auf dem Deckel angezeigten Anzahl von P-Kristallen geöffnet werden. P-Kristalle kannst du an vielen Orten im Spiel finden. So funktioniert das also. Also alles klar? Setz mal das Bauteil an, das ich dir geschenkt habe. Mache ich. Vielen Dank für den Tipp. Gerne, aber wenn du mir wirklich dein Ortserkaufbau... Ach so, und hier ist noch deine Belohnung. Ah, die nehme ich gerne. Danke. Gib's bloß nicht aus. Es gibt noch Geld, nur sofort wieder aus. Ich hab die ganz schön unter den Pantoffeln, was? Das nächste Mal werde ich aber nicht verlieren. Wart's nur ab. Geschafft, hey. Geil. Speichern. So, anpassen. Teil einbauen. Hydraulik. Wir sind hier ein bisschen schneller. Okay, jetzt raus mit uns. Oder eher. Ach, verdammt. 1, 2, 3. Okay, ich glaube, das reicht, um den Tank zu füllen. Endlich. Dir ist schon klar, dass ich mir für dieses Geld die Finger wund gearbeitet habe, oder? Ist ja gut. Hier hast du etwas Taschengeld. Und nun sei ein braver Junge. Das nennst du Taschengeld? Ist das alles? Ja, ja. Das ist ja wohl mehr als genug. Los, lass uns zu Asmodeus zurückkehren. Ich frag mich, ob der Kleine schon wieder wach ist, den du gerettet hast. Asmodeus, Asmodeus, Deus, Deus.
Thaddeus, Thaddeus, Deus, Deus. Komm ran, sieh dir alles genau an. Okay. Angriff könnte ich gebrauchen, Abwehr kann ich gebrauchen, Beweglichkeit kann ich gebrauchen. Teile einbauen, ja, komm. So, Abwehr. Wieder Beweglichkeit. Okay, damit haben wir das auch. Raus mit uns. Das ist ein Dade oder so, den werde ich nichts geben. Das ist ein Wucherpreis, was da mir andrehen will. Dun, 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 dun. Gibt es etwas Neues von unserem Gast? Sieh mal nach. Sonadurobo. Der unidentifizierte Riese, der über Zentralschifffahrt aufgetaucht ist. Scheint eine Art Massenvernichtungswaffe zu sein, laut. Hey, du bist ja wach. Wie geht's dir? Hat er gerade Radio oder hört er sich gerade den Fernseher an? Wo bin ich? Auf meinem allmächtigen Schiff, der Asmodeus. Wir liegen in Erdalle von Anker. Die Hindenburg. Bitte sag mir, was mit dem Frachter passiert ist? Oh Mann, da hättest du mal sehen sollen. Das war ein flammender Niedergang. Aber was ist mit dem Amulett? Amulett? Ach, du meinst... dieses alte Ding? Gib's mir zurück, ich flehe dich an. Huch, hier ist aber jemand aufgeregt. Nein, 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 es ist nur... darf ich einen Blick darauf werfen? Nur einen einzigen, bitte. Na gut, warum nicht? Oh nein. Es wurde aktiviert. Hä? Ich verstehe noch Bahnhof. Nein, das kann nicht sein. Du, was ist da denn? Das erfahren wir im nächsten Part.